Hallo zusammen, mein Name ist Jens Schimberg von Master Yachting. Was ist Segeln? Segeln ist Emotion. Und die 43er, Lagoon 43, die schafft Emotionen. Ganz neues Konzept, neue Ideen, untergebracht auf einem Schiff. In dieser Größenordnung nichts Vergleichbares am Markt. Super schöner Access, Liegemöglichkeiten, Sitzmöglichkeiten, vice versa, veränderbar, Dinghy-Lift, alles integriert in einem Tool. Seitlicher Einstieg, Ausstieg, um leicht bei seitlichem Anlegen, Sideboards rein und raus zu gehen. Großer Innenraum, großes Cockpit, alles miteinander verbunden. Wir haben hier eine große Fläche geschaffen. Die Türen kann man ganz weit öffnen. Das heißt, wir schaffen hier eine große Lebensplattform. Leben auf dem Schiff, das ist hier tatsächlich Realität geworden. Folgt mir einfach mal, ich zeige euch ein paar Features. Wie gesagt, hier nochmal die Dinge umklappbar. Wir können hier die Seite machen, können uns hier drauflegen, haben hier eine große Liegefläche. Können natürlich hier auch alles ringsrum zumachen, haben hier in der 43, was wir vorher nicht hatten, nur bei den Großen, können wir die Persenning komplett verdecken, können sie verstecken, sodass sie nicht mehr runterhängen und in der Sonne hängen und dass es einfach stylischer aussieht. Haben hier eine große Liegefläche geschaffen, wo man übernachten kann. Haben hier bei der 42er, 43er war das ja immer der Vorteil, wir haben keine Flybridge, keine echte Flybridge. Aber hier hat man so einen Mix geschaffen zwischen Flybridge und Sporttop-Steuerstand. Ich nehme euch da mal mit. Wir können hier schön sitzen, haben hier auch eine Sitzbank, die wir verschiedentlich versetzen kann für große und kleine Leute. Und wenn ihr hier einfach mal mit hochkommt, dann sehen wir, hier können wir das Boot steuern. Wir können sämtliche Seiten, alle vier Seiten vom Boot sehen. Damit kann man das Boot ganz alleine an- und ablegen, ohne zusätzliche Hilfe. Ist sehr einfach zu tun. Geraden Schritte des aufrechten Körpers können wir hochgehen, was bei der 42er nicht möglich war. Da mussten wir uns ein bisschen ducken. 43er lässt das zu. Wir brauchen uns hier nicht mehr bücken, gerade auch für ältere Leute oder die keinen Bock mehr haben. Ganz viel zu tun auf dem Schiff. Kommt man hier sehr leicht ans Segel ran. Wir können alles tun, wir können das Segel ein- und auspacken. Ist ja ein klassisches Segel, dadurch tun wir uns hier leicht. Dadurch kann man das Boot auch wirklich alleine segeln. Das ist ganz wichtig. Also die Family braucht keinen Handstrich machen. Wir können das hier alles alleine tun. Es ist easy access, alles super leicht bedienbar. Und der große Vorteil ist halt einfach, alles leichtgängig, alles zentral geführt. Das heißt, sämtliche Falle, sämtliche Refs laufen zentral ins Cockpit ein. Wir haben eine gute Übersicht über das ganze Schiff. Es ist ein bisschen größer geworden von den Rumpfbreiten. Das heißt, wir haben auch zusätzlich, das sieht man schon von oben, wenn man drauf schaut, vier gleiche Kabinen geschaffen oder wie in diesem Schiff eine große Eignerversion, die einfach viel, viel mehr Platz bietet zum Leben. Was bei der 43er zusätzlich geschaffen wurde, ist eine echte Bug-Sitzecke. Das heißt, wir haben hier die Vertiefung wie bei der 46er. Das heißt, wir können uns hier hinsetzen und liegen nicht einfach gerade auf den Abdeckungen, sondern wir können die Füße wirklich im 90-Grad-Winkel ablegen und können hier super entspannt sitzen. Wir können uns hier mit den Kissen entspannt anlehnen und können wirklich, selbst hier, man sieht das schon, im Schatten liegen. Wir haben ein großes Fenster mittlerweile, nicht mehr wie bei der 42er, diese kleineren Öffnungen, sondern das große Fenster, was wir auch ab der 46er immer angeboten haben. Und können hier durchreichen, können die kommunizieren in den Innenraum und natürlich andersrum heraus. Aber das Beste, ich lasse mir hier den Kaffee rausgeben und dann sitze ich einfach hier und steuere das Boot mit meinem iPad von hier aus. Wir haben hier natürlich, wie immer, das wichtige Feature ist, Lagoon geht nie weg, wie zum Beispiel ein anderer Hersteller, der hier einen Festrumpf verbaut, was für Weltcruising immer gefährlich ist, denn das Netz ist nicht, wie es im privaten Jargon genannt wird, Trampolin. Es ist kein Trampolin, es ist einfach nur, dass das Wasser rein und raus kann. Denn wer ja schon mal offshore war, der weiß, bei 3, 4, 5 Meter hohen Wellen und die brechen, können die auf den Bug fallen oder man taucht in die Welle ein und dann geht das Wasser raus und rein und dadurch ist das Boot sehr sicher. Wir haben zusätzlich ein Code Zero, ca. 80 Quadratmeter, also genau 78 Quadratmeter können wir einen Code Zero hier fahren. Den können wir bis ca. 10 Knoten Appearing Wind fahren und da macht das Boot locker 12 Knoten. Ja. Das große Feature ist, wir können jetzt in diesem Schiff kochen, arbeiten während des Segelns und sehen nach vorne raus.
Aber wenn man ums Eck kommt, sehen wir hier schon, haben wir eine riesige Kühlzelle. Wir haben einen großen Kühlschrank, haben zusätzlich Tiefkühlfächer und alles zentral im Küchenbereich. Schaffen natürlich durch diese Öffnung diesen großen Raum und haben die Küche hier. Das heißt, wenn wir jetzt segeln, kann ich segeln und hier kochen, was früher nicht möglich war. Dann musste ich auf der anderen Seite kochen oder was herrichten. Haben auch hier jetzt die Möglichkeit, bei der 43er den großen vierflammigen Herd zu bekommen, den es bei der 42er nicht gab, nur ab der 46er. Wir haben genug Küchenplatz, wir haben genug Ablagefächer, haben neue Griffe, die einfach besser zu handeln sind, einfach durch Anklappen und aus Edelstahl, nicht mehr aus Kunststoff. Somit wertet das ganze Schiff in der Funktionalität auch auf. Hier haben wir die große Couch, Lounging Area, die mit dem Cockpit verbunden ist jetzt durch die große Öffnung. Wir können das multiple einsetzen, wir können die Tische multiple einsetzen. Wir haben hier die verschiedenen Öffnungen, die bis rausgehen. Das heißt, wir können die Tische arrangieren, wie wir das möchten. Wir können sogar den Tick-Tisch reinnehmen. Wir können auch die Sitzecke selbst modifizieren, wie wir das möchten. Diese Dinge sind beweglich und können funktional bewegt werden. Das ist ein großer Vorteil. Können dann eingeloggt werden für die Fahrt. Haben diese veränderten Hocker, nicht mehr viereckig, sondern rund. Zudem haben wir in der Sitzmöglichkeit immer einen 360-Grad-View. Das heißt, wir sehen ringsrum ums Schiff, wir haben nichts Verbautes. Wir haben auch den Mast, der früher in der Mitte stand, haben wir nach vorne gelegt. Somit haben wir eine Genua, das heißt keine Fock mehr. Wir haben eine Genua und haben dadurch mehr Segelfläche geschaffen, 10 Quadratmeter. Und da das Schiff ein bisschen schwerer geworden ist als die 42er, haben wir aber die Segelperformance gleich gelassen. Das heißt, die Segelperformance bei der 43er ist super. Wir machen bei 18, 20 Knoten Windspeed, können wir mit 7,5, 8 Knoten segeln. So, ich nehme euch jetzt mal einfach mit in die eigene Kabine, die fantastisch geworden ist. Also wir haben so eine eigene Kabine in der Größe, glaube ich, nicht wirklich visible am Markt. Geräumig, viel Platz geschaffen, viele Ablagemöglichkeiten geschaffen und sehr gut durchdacht. Hier hatten Innendesigner wirklich gute Aufgaben gemacht. Wir haben große Schränke mittlerweile hier. Das war immer ein bisschen Manko, dass wir Ablageflächen vermisst haben bei der 42er. Also hier kann man wirklich in dieser eigener Version, in dieser Dreikabinenversion auf der eigenen Seite gut leben, gut Ablageplätze schaffen. Auch unterm Bett haben wir Ablagemöglichkeiten. Wir haben eine zentrale Klimaanlage hier, die nicht mehr am Kopf endet, sodass wir praktisch einen kühlen Kopf bekommen. Nein, hier sind die Auslässe hier am Fußende, sodass wir nie krank werden, sodass die Klimaanlage uns nicht stört. Auch geräuscharm dadurch kann man gut schlafen, auch wenn die Klimaanlage läuft. Wir haben hier die Möglichkeit, wie gesagt, einen Arbeitsplatz zu schaffen. Wir können hier auch Bildschirme ranmachen, wer Bildschirmarbeit viel macht. Wir können die Kabine komplett verschließen, können somit eine private Atmosphäre schaffen, haben hinter dem Kabinenverschluss zusätzliche Ablagemöglichkeiten, was ganz wichtig ist. Auch in diesem Verschluss leider haben wir größere Ablagemöglichkeiten geschaffen, im Gegensatz zu vorher. Auch hier wieder weiterhin große Schränke und Ablagemöglichkeiten, wirklich sehr, sehr viel Platz geschaffen, dass man wirklich auf dem Boot leben kann. Und die Waschmaschine integriert, die es früher in der 42er nicht gab, haben wir hier in der 43er integriert. Wir haben eine Waschmaschine, Trocknereinheit, die Möglichkeit, 7 Kilo, überhaupt kein Problem. Also hier kann man wirklich was unterbringen, großer Waschbereich und was meiner Meinung nach, ich mache mal den Schrank hier zu, was meiner Meinung nach richtig gut ist, wir haben getrennte große Toilette mit viel Ablagemöglichkeiten. Auch hier kann man das ganze WC-Equipment unterbringen. Aber was super toll ist, gerade auch für ältere Leute oder die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder wenn man auf dem Wasser ist und schaukelt ein bisschen, dann kann man hier auch etwas korpulenter durch die Dusche gehen, kann sich hier während des Duschens auch hinsetzen. Das heißt, es ist sehr sicher, wir können hier duschen und unser Ding machen. Auf der Backbordseite haben wir natürlich entweder Crew- oder Gästekabinen, die relativ groß ausfallen. Die Betten sind niedriger ein bisschen als wie bei der 42er. Dafür hat man mehr Platz geschaffen an den Seiten, wie man das sieht. An und für sich sieht das hier genauso aus wie bei einer 46er, wenn man sich dieses Pullman-Bett wegdenkt.
Auch hier wieder Klimaauslässe, nicht in der Kopfgegend, sondern am Fußende. Hoch, weil die Kälte ja nach unten fällt und damit ein gutes Raumgefühl gibt. Wir haben auch hinten diese großen, im Aft-Bereich, diese großen Fenster mittlerweile. Da hatten wir immer nur die kleinen Fenster bei der 42er. Auch hier große Ablageschränke, eine große Dusch- und WC-Einheit. Ja. Dann haben wir die Bugkabine. Hier zwischen haben wir noch eine Ablage geschaffen. Auch hier das Bett ein bisschen niedriger. Wir haben unterm Bett auch zusätzlich keine Schublade mehr, sondern eine Klappe, wo wir was unterbringen können, zum Beispiel einen Koffer reinschieben können. Und wir haben zusätzlich den Zugang zum Bug-Bereich, was zum einen eine Skipper- oder eine Crewkabine sein kann, aber auch zum anderen für Kinder oder einfach Ablage. Zusätzlich dient das natürlich auch als Shot. Das heißt, ich werde immer gefragt, wie sicher ist denn so eine Lagune? Eine Lagune ist natürlich eines der sichersten Schiffe auf der Erde mit. Warum? Ist ganz klar. Erstmal haben wir über 6000 Lagunen auf dem Wasser. Das heißt, das ist der größte Hersteller und die größte Kapazität, die wir auf dem Wasser schwimmen haben. Alle sind in die Karibik gefahren, nicht irgendwie auf dem Schiff transportiert worden. Das heißt, sie sind rübergekommen, heil. Und des Weiteren haben wir bei Lagunen auch Schotten. Das heißt, wir haben eine Crashbox hinten, wir haben eine Crashbox vorne und wir haben hinten komplett, der Motorraum ist geschottet. Das heißt, wenn dort Wasser eindringen sollte durch Auflaufen und sonst was, sinkt das Boot nicht, sondern das Boot ist hinten dicht. Genauso vorne, diese Kabine, dieses Schott hier zum Beispiel, dichtet das komplett ab. Wir haben hier unten ein Ventil, wo wir auch die Bilge sogar abdichten können, sodass praktisch zusätzlich Wasser nicht in die Bilge läuft, wenn vorne ein Loch drin ist zum Beispiel. Was soll ich sagen? Zum Schluss zusammengefasst, das Boot ist eine Weltneuheit. Es hat viele Features miteinander kombiniert. Für mich derzeit eines der besten Boote, um auf dem Boot leben zu wollen, mit meiner Familie, aber auch im Charter, weil ich es alleine handeln kann, weil es ganz tolle Features hat und weil es einfach Spaß macht, mit dem Boot zu segeln.